Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Litchfield Zoo. Heute fliegen wir mal von unserem Cliffhanger über die Großsavanne rein in unseren neuen Bereich, in unseren Streichelzoo, an dem wir heute weiterbauen werden. Streicheltiere wird es heute zwar noch nicht geben, so viel sei schon verraten, aber wir machen einen großen Schritt in die Fertigstellung, Erstellung des neuen Bereichs. Wir haben in der letzten Episode ja angefangen, das Gehege für die Waschbären zu bauen, so als Übergang. Das heißt, wir haben hier, wo wir die Besucher schon sehen können, die Einsicht ins Waschbärgehege. Dann gehen wir durch das Tor in den Streichelzoo durch und haben dann hier eben nochmal diesen Glaseinblick in das Waschbärengehege. Heute werden wir uns darum kümmern, für den Streichelzoo ein Stallgebäude zu bauen, so eine kleine Scheune im Endeffekt. Da habe ich mir ein bisschen Inspiration aus dem Internet geholt und so ein paar Bilder mal gegoogelt von Scheunen in Australien und den USA, wie die denn da so aussehen, und einfach mal versucht, so etwas nachzubauen. Die Scheune wird als Zuhause dienen für unsere Lamas und für die Wildschweine, wie ich es ja schon angedacht habe bzw. angekündigt habe. Des Weiteren wird in unserem Streichelzoo auch noch ein weiterer Bewohner einziehen oder weitere Bewohner werden einziehen, und zwar die Schwäne. Das aber zu einem späteren Zeitpunkt, heute erstmal nur die Wildschweine. Und wir beginnen jetzt erstmal mit dem Stallgebäude. Aber bevor wir das tun, wisst ihr ganz genau, jetzt ist der beste Zeitpunkt für euch, schon mal auf den Like-Button für dieses Video zu klicken und auch meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Das mit dem Like-Button müssen wir noch mal ein bisschen üben. Das hat eine Zeit lang ganz, ganz gut funktioniert. Wir waren schon bei ca. 50 Likes bei einem Video, beziehungsweise bei mehreren Videos. Jetzt werdet ihr so ein kleines bisschen wieder müde, was das Ganze angeht. Deshalb nicht vergessen, auf den Like-Button zu klicken, denn das hilft mir unglaublich, damit der Kanal weiter wachsen kann und damit ich euch auch weiterhin mit dem Content versorgen kann, den ich euch bis jetzt biete, beziehungsweise noch mehr davon in Zukunft. Genau, also Like-Button drücken. So, als erstes entsteht hier der Grundriss für unsere Scheune. Diesmal ein bisschen anders. Ich habe diesmal nicht diese Steinwände genommen, die ich ja sonst ganz gern dafür benutze, sondern diesmal die Dämmerung Fallgitter-Holzbalken. Einfach um so einen kleinen Umriss mal aufzuzeichnen und so ein bisschen die Maße und generell das Ausmaß des Gebäudes zu haben. Hier auf der linken Seite, das wird ein Teil des Schweinestalls. Dann haben wir... Ich hatte es ein bisschen anders geplant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es geplant hatte, aber ich hatte es ein bisschen anders geplant. Es sollte in der Mitte ein Pflegergang sein und dann rechts und links eben die Innenstallungen. Ich habe drauf losgebaut und mir ist nicht bewusst gewesen, dass ich ja dann im Endeffekt zwei Gehege für die Lamas hätte, wenn ich links und rechts die Lamas habe. Deswegen habe ich dann später diesen Pflegergang noch ein kleines bisschen geändert, sodass wir da mehr oder weniger, dass die Lamas dann eben diese rechte Seite nutzen können und noch einen Teil hinter dem Pflegergang. Und die Wildschweine dafür noch einen Teil dieses Stalls bekommen, nicht nur dieses kleine Viereck, das ihr hier links seht, sondern dass sie einen größeren Innenstall haben, den man eventuell auch abtrennen könnte und so weiter. Das seht ihr dann zum späteren Zeitpunkt. Genau. So, Grundgerüst der Scheune. Genau, das wird unser zentraler Punkt dementsprechend hier im Streichelzoo. Das Wildschweingehege, wie schon in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, natürlich kein Streichelgehege, da es keine Streicheltiere sind. Aber ich finde immer bei diesen Tierbauernhöfen oder Kinderbauernhöfen, wie sie teilweise auch genannt werden, da gehören Schweine mit dazu. Da wir keine Haustiere haben in dem Spiel, oder zumindest nicht sehr viele, bis auf die Lamas, habe ich mir eben gedacht, ja, packen wir die Wildschweine rein.
die passen eben da dann dementsprechend noch am besten dazu. Eine kleine Geschichte, bevor wir hier weiterreden, was hier passiert und wie ich das mache und warum ich das mache, die ich noch ganz gern ansprechen möchte. Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, in der letzten Zeit häufen sich die Gerüchte darüber, dass Planet Zoo zu einem Ende kommen wird. Gerüchte verdichten sich immer weiter und weiter und weiter. Ich halte normalerweise nicht sehr viel von solchen Gerüchten, weil das auch in der Vergangenheit schon häufig so war und letztendlich aber nichts dabei rauskam bzw. nicht den Tatsachen entsprochen hat. Diesmal sehe ich das Ganze ein bisschen anders, denn wenn man mal so ein bisschen betrachtet, was in den letzten Wochen und Monaten bei Frontier geschehen ist, macht es doch Sinn bzw. deutet eigentlich alles darauf hin, dass es mit dem Support von Planet Zoo schon langsam zu Ende gehen wird. Ja, zum einen hat es der ein oder andere vielleicht auch schon mitgekriegt, die finanzielle Situation von Frontier oder generell auch in der Gaming-Industrie, es ist ja nicht nur Frontier, ist relativ angespannt. Frontier musste sich von sehr vielen Mitarbeitern auch trennen zum Ende des Jahres. Unter anderem sehr viele Leute, die ihr auch aus der Planet Zoo Community kennt, die die Community betreut haben, die Livestreams gemacht haben und so weiter. Unter anderem sagen euch die Namen Francesca, Tim und Liddy vielleicht etwas. Das waren eigentlich die, die immer in den Planet Zoo Livestreams waren. Leider Gottes sind alle drei inzwischen nicht mehr bei Frontier. Entweder weil sie es selbst entschieden haben oder weil sie eben aufgrund dieser Personalkürzungen davon letztendlich betroffen waren. Was wirklich sehr, 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 sehr schade ist, was mich auch traurig macht, weil es waren wirklich tolle, tolle, tolle Leute. Aber um wieder darauf zurückzukommen, das ist so ein kleines Zeichen, das darauf hindeutet, dass irgendetwas im Busch ist oder im Busch sein könnte. Dementsprechend, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass es tatsächlich so sein könnte, dass Planet Zoo an sein Ende entlang steuert. Das heißt, es wird voraussichtlich noch ein weiteres DLC kommen. Jetzt dann so März, April, so um den Dreh rum. Und danach wird der Support dann voraussichtlich beendet. Also es wird wahrscheinlich ein größeres DLC sein, was in der Vergangenheit auch so war. In der Vergangenheit war es immer so, dass bei Planet Coaster und auch bei Jurassic World Evolution die letzten DLCs ein bisschen umfangreicher waren, ein bisschen teurer. Und sowas wird eben dementsprechend für Planet Zoo dann auch erwartet. Was bedeutet das für das Spiel, beziehungsweise gerade so für meinen Kanal dann auch, weil ich im Endeffekt ja doch hauptsächlich Planet Zoo hier liefere. Auch wenn der Support des Spiels beendet wird, heißt das ja nicht, dass man das Spiel dann nicht mehr spielen kann. Es gibt noch wahnsinnig vieles, das ich in Planet Zoo machen möchte, noch ganz viele Ideen, die ich noch umsetzen möchte. Also es wird auf jeden Fall damit weitergehen. Klar werde ich den Fokus natürlich dann auch so ein bisschen auf andere Spiele legen, aber Planet Zoo wird immer ein Bestandteil bleiben. Ich glaube, das habe ich auch schon mehr als einmal gesagt jetzt in der Vergangenheit und es wird auch definitiv so sein. Mich würde trotzdem mal interessieren, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, ich glaube an den Gerüchten ist nichts dran, das ist bloß schon wieder Gewäsch und dummes Gerede. Selbstverständlich geht es mit Planet Zoo weiter. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und mich würde natürlich auch interessieren, was ihr dazu sagt, was denn dann dieses ominöse letzte DLC, wenn es tatsächlich so sein sollte, sein könnte, was wir da vielleicht kriegen. Glaubt ihr, dass wir als Abschiedsgeschenk endlich unsere Folieren kriegen? Könnte das sein? Oder wird es einfach nur ein Mixpack mit all den Tieren, die wir bis jetzt im Spiel noch immer vermissen? So diese Fan-Favorites mehr oder weniger oder die meist nachgefragten Tiere. Was glaubt ihr? Ich bin gespannt.
Also ich sage noch nichts dazu, weil ich habe absolut keine Idee. Und ja, schauen wir einfach mal. So, jetzt aber zurück zu unserem Gebäude und dem Streichelzoo hier. Ich verkleide gerade die Türen noch so ein kleines bisschen. Ihr habt es vorher schon gesehen, also stellenweise ruckelt es schon arg inzwischen. Ich muss aber dazu sagen, das war jetzt nur hier im Video. Im Spiel selbst, wenn ich gebaut habe, da funktioniert alles einwandfrei. Also anscheinend hat mein Rechner jetzt mit dem Video irgendwie Probleme gehabt, kurzzeitig. Ich hoffe, er wird das jetzt nicht weiter haben. Wie gesagt, im Spiel hat alles wunderbar funktioniert. Die Scheune, ihr seht das, was ich vorher angesprochen habe. Ich habe hinten von diesem Mittelweg für unsere Besucher, wollte ich schon sagen. Ja doch, tatsächlich auch für unsere Besucher, weil die Besucher können hier in den Stall dann auch reinlaufen. Ein Stück weggenommen, damit wir einfach ein bisschen mehr Platz dann haben für unsere Lamas. Und genau, werden dann noch einen zweiten Eingang haben. Das müssten wir, glaube ich, auch jetzt dann sehen. Oder noch nicht, für unsere Wildschweine. Genau. Ja, ich glaube, das kommt tatsächlich erst zu einem späteren Zeitpunkt, weil hier habe ich wieder noch ja, mit der Ursprungsplanung gearbeitet, mit der zweiten Ursprungsplanung. Denn hier wird sich dann auch gleich noch ein bisschen was ändern, weil ich mir dann überlegt hatte, naja, irgendwie macht das nicht so ganz Sinn, was ich gebaut habe, denn wir kommen dann irgendwie nicht mehr an das Gehege für die Wildschweine ran. Ich glaube, inzwischen habe ich es geändert. Ja, hier seht ihr es. Zweiter Eingang für die Wildschweine. Wir haben einen größeren Mitarbeiterbereich, wo wir dann am Ende auch so ein bisschen mehr Deko noch machen werden. Wir werden einen großen Heuhaufen dann da dort haben, ein paar Arbeitsgerätschaften und so weiter. So wie es halt in der Scheune so ein bisschen aussieht. Ja, diesmal für die Verkleidung der Scheune bin ich noch einen kleinen Schritt weiter gegangen. Ihr wisst ja, ich benutze immer rasterfreie Objekte. Diesmal habe ich es nochmal ein kleines bisschen übertrieben. Ich habe keine Wandbauteile genommen, sondern ich habe einzelne Bretter genommen, um die Scheune zu verkleiden. Macht von daher Sinn, weil so eine Scheune ja auch im Endeffekt so gebaut ist. Performance-technisch ist es natürlich jetzt nicht unbedingt der cleverste Schachzug, das zum Ende eines Zoos hinzumachen. Ja, ähnlich wie im Bahati Park, als ich diese Holzkugel gebaut habe für die Erdferkel, so quasi, ja, wie viele Teile willst du benutzen, um die Performance des Zoos kaputt zu machen? Ja. Ja, so ungefähr. Aber wie gesagt, funktioniert noch alles. Die Scheune ist aktuell noch nicht komplett fertig. Also wir müssen in der nächsten Episode dann noch den Part für die Lamas machen. Ich denke, wir werden in der nächsten Episode dann den Bereich ganz abschließen können. Weil wie gesagt, es fehlen ja dann eigentlich nur noch die Lamas und die Schwäne. Das heißt, wir werden recht viel Landschaftsgestaltung dann auch wieder haben. Wir müssen ja den ganzen Streichelzoo auch noch einzäunen, dass uns die Lamas und die Schwäne nicht abhauen. Aber ich denke, das kriegen wir alles in einer Episode dann hin. Apropos, kriegen wir alles in einer Episode dann noch hin? Ich sage das zwar immer mal wieder, aber es könnte diesmal tatsächlich so sein, dass es nächste Woche keine neue Episode Litchfield gibt und auch keine neue Episode Brooksburg. Ich bin, ja, erstmal so, wir haben jetzt aktuell gerade Sonntag, wenn ich dieses Voice-Over aufnehme. Ich muss heute oder morgen spätestens auch noch die neue Folge für den Bahati Park aufnehmen. Da war ich auch noch nicht dran, weil ich nächsten Freitag ja wieder dran bin. Und bin dann von Freitag bis Montag nicht da. Ich bin in Athen, ich glaube, das hatte ich erwähnt. Habe also nächstes Wochenende keine Zeit, irgendwas an Pläne zuzubasteln, sondern nehme mir einfach mal so eine kleine Auszeit. Von daher ist es gut möglich, dass ich heute oder morgen nicht mehr an Litchfield oder Brooksburg weiter basteln werde und es dann die Woche drauf kein Video geben wird.
Also wenn dem tatsächlich so sein sollte, braucht ihr euch keine Sorgen machen, das ist alles gut, ich habe es dann zeitlich halt einfach nicht geschafft. Dann geht es eine Woche später eben wieder weiter. Und dann werden wir sowieso innerhalb des Februars auf das Ende beider Zoos hinsteuern. Also ich denke, dass wir die beide dann im Februar oder spätestens Anfang März dann tatsächlich auch abschließen werden. Ja, genau. Hier an dieser Seite von der Wand habe ich auch wieder die Vorlage benutzt, letztendlich, die ich gegoogelt hatte. Habe ich dann so ein kleines bisschen anders verkleidet. So mit diesen dünneren Holzstäben dann letztendlich hier. Hat den Vorteil, weil wir ja keine Fenster in der Scheune haben, dass durch diese Spalten dann dementsprechend auch noch so ein kleines bisschen Licht reinkommt. Ich bin gespannt, wie es am Ende tatsächlich aussehen wird, wenn es komplett fertig ist, weil, wie gerade eben schon gesagt, wir haben keine Fenster. Das heißt, sämtliche Lichtquellen, die reinkommen in die Scheune, kommen durch die Türen und eben diese Spalten von den Holzbrettern rein. Ich hoffe, es wird nicht zu dunkel drin. Aber lassen wir uns mal überraschen. So, hier noch ein bisschen Akzente setzen mit diesen dünneren Holzplanken. Und dann habe ich diese Schmutzaufkleber dann noch genommen, damit die Scheune nicht ganz so neu aussieht, sondern ein bisschen einen realistischeren Look dann einfach auch kriegt. So, dann fangen wir auch schon an, die ersten Wände dann tatsächlich zu schließen. Ja, gerade so im Schweinestall. Ich wusste am Anfang nicht so ganz, womit ich letztendlich anfange. Ob wir jetzt erstmal die Lamas dann unterbringen oder erstmal die Schweine. Habe mich dann aber ganz bewusst für die Wildschweine entschieden, weil ich dachte, okay, gut, die kriegen ein abgeschlossenes Gehege. Das ist relativ easy zu machen. Aber wenn ich jetzt die Lamas gemacht hätte, dann hätte ich auf die Schnelle noch einen Zaun um den kompletten Streichelzoo machen müssen und das Gebäude fertig machen müssen. Und das wäre dann einfach viel zu viel Content gewesen für ein Video. Und deshalb denke ich, so mit dem Anfang für die Wildschweine ist das jetzt ein relativ guter Kompromiss. Und dann eben, wie gesagt, Lamas und Schwäne dann einfach in der nächsten Episode. Dann passt das auch. So, hier draußen haben wir dann noch diesen kleinen offenen Unterstand. Dann haben wir hier eben den Part der Stallung. Und dann nochmal einen weiteren Part der Stallung in dem Bereich, wo tatsächlich dann unsere Besucher auch reinschauen können. So haben die Schweine letztendlich dann noch einen Stall, wo sie sich komplett zurückziehen können. Also wenn sie die Schnauze, im wahrsten Sinne des Wortes, von den Besuchern voll haben, wo sie dann einfach eben in diesen rückwärtigen Teil reingehen können und sich dort dann hinlegen können. Bereiten wir hier das Dach schon mal vor. Da habe ich dieses Wellblech genommen. Ganz bewusst für den offenen Unterstand dieses silberne Wellblechdach. Und für den Stall selbst dieses verrostete aus dem Australien-DLC, wo wir das her hatten.
So, der restliche Stall wird natürlich dann auch abgedeckt mit diesem verrosteten Wellblech, damit es da eine Einheit gibt. Aber ich wollte so diesen offenen Unterstand eben mit einem anderen Dach einfach verkleidet haben. Genau, jetzt machen wir hier schnell noch zu. Damit wir, wie gesagt, dann zumindest den Part für die Schweine abgedeckt haben. Und den Rest machen wir dann in der nächsten Episode. Ja, hier hatte ich tatsächlich überlegt, ob wir tatsächlich hier so einen Maschendraht rein machen. Ich dachte dann, ja, weil wir die Besucher ja in den Stall reinlassen und die Besucher nicht die Wildschweine streicheln sollten, weil die natürlich nicht ganz ohne sind, machen wir doch lieber so den Maschendraht dorthin und gut ist. So, hier entsteht jetzt unser Heuhaufen. Da habe ich einfach diese Tierbetten genommen und mehrere aufeinander gelegt, sodass wir da so ein bisschen einen Heuhaufen simulieren. Letztendlich stecken dann hier auch noch die Mistgabel rein. Und dann kommt noch ein bisschen Deko dazu. Die Schubkarre da rein. Schlauch, damit wir dann die Stallungen sauber machen können. Und dann noch ein bisschen Arbeitsmaterial, ein paar Kartons, ein bisschen Futter für die Tiere, Werkzeug und so weiter und so fort. Ein paar Säcke habe ich diesmal auch noch mit reingestellt. Hat man, glaube ich, noch nie benutzt irgendwie für einen Mitarbeiterbereich. So, dann noch ein bisschen Innendeko mit Rissen in der Wand und mit Schmutz an der Wand. Die Durchgänge für die Wildschweine musste ich tatsächlich auch wieder ein bisschen größer machen. Ich hatte es ja schon in Brooksburg angesprochen, dass die Hitbox der Wildschweine genauso groß ist wie die Hitbox der Wisente. Was überhaupt keinen Sinn macht, weil für die Wisente zu klein, für die Wildschweine zu groß. Und ja, whatever. Es ist wie es ist. Deshalb musste ich da dann noch so ein paar kleinere Änderungen machen am Ende, damit die Wildschweine dann tatsächlich ins Außengehege rausgehen können. Ich musste den Durchgang nicht nur breiter machen, sondern auch ein kleines bisschen höher für unsere Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter auch rauslaufen können und die Tiere dann draußen tatsächlich auch mit Futter versorgen können. So, hier habe ich einfach so einen einfachen Holzzaun dann gebastelt. Ich habe da jetzt bewusst drauf verzichtet, diese Fensterlädenhalterung noch ranzumachen, die dann Nägel simulieren, weil ich dachte, nee, vom Piece Count her bin ich eh schon relativ hoch. Wenn ich dann die Nägel da auch noch mit reinmache, wir müssen einen Absturz des Spiels oder die Performance des Spiels nicht mit Gewalt provozieren. Also von daher habe ich darauf dann verzichtet. Ja, hier war ich kurz ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, um Gottes Willen, das Gehege wird mir wahrscheinlich zu klein werden für die Wildschweine. Am Ende ist es das vermutlich auch. Optisch gesehen ist es das aber nicht. Optisch gesehen macht es absolut Sinn, dass es so klein ist für ein Farmschwein, Schweinepferch. Pferch ist das Wort, das wir das letzte Mal gesucht haben, ich glaube. Wie gesagt, da macht es absolut Sinn, dass es in der Größenordnung eben ist. Und von daher ist alles okay, alles wunderbar. Wir haben sowieso die Tierbedürfnisse hier auch ausgeschaltet. Und ja, wie gesagt, optisch gesehen sieht es absolut in Ordnung aus, so wie es ist. Also alles gut. Die
Schlammsuhle wieder eingebaut. Ein bisschen zu klein eingebaut. Deswegen hatte ich da dann so ein bisschen Probleme mit diesen Versenkungen im Boden drin, weil das Terrain sich angepasst hat. Das habe ich einfach mit Felsen dann aufgefüllt, sodass es da dann wieder eben ist für unsere Tiere. Wird danach dann mit so ein paar kleinen Steinen und Pflanzen noch ein kleines bisschen retuschiert, sodass es halt nicht so dumm aussieht. Ja, die Wühlfutterplattform hätte ich auch ganz gerne drin gehabt, aber es ging leider nicht, weil dazu das Gehege dann doch ein bisschen zu klein war. So, Zeit für ein bisschen Deko mit Steinen. Und ein paar Pflanzen dann auch gleich noch. Und da werdet ihr später dann auch wieder sehen, das, was ich eben immer wieder anspreche, wenn ihr nicht zu viele Pflanzen im Gehege haben wollt, wie sehr ihr dann das Bild allgemein verändern könnt, wenn ihr Pflanzen hinters Gehege bastelt. Weil ich werde so ein paar von diesen Faden-Eukalyptusbäumen dann noch hinter die Stallung hinsetzen, so dass sie keinen Schatten ins Gehege selbst reinschmeißen oder auf die Scheune eben selbst. Und das verändert das Bild komplett. Also das bringt alles dann zusammen im Endeffekt, finde ich. Aber ihr werdet es gleich dann auch sehen. Genau, das war jetzt der Punkt, wo ich dann auch entschieden habe, dass es schön wäre, wenn unsere Besucher auch in den Stall reingehen könnten. Besucherweg so ein kleines bisschen noch eingefasst mit diesen Steinen. Mein geliebtes Aristidia-Gras. Dann mit dem Kreosotbusch noch ein paar Akzente schaffen außenrum. Ja, und jetzt kommen dann auch die Eukalyptusbäume. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Da, wie gesagt, dann immer darauf aufpassen, dass die Schatten, die Bäume werfen, euch nicht irgendwie das Bild kaputt machen. Und ihr seht jetzt, das Bild ändert sich komplett. Einfach durch so ein paar Bäume im Hintergrund sieht das Ganze schon sehr, sehr, sehr viel natürlicher aus. Ja, und damit sind wir jetzt tatsächlich auch schon wieder am Ende angelangt. Hier noch ein paar Akzente setzen mit ein paar Felsen hier hinten im Hintergrund. Davon werden wir in der nächsten Episode dann noch einiges mehr machen, damit das Ganze richtig schön aussieht dann und alles zusammenpasst und wir diesen Bereich dann auch abschließen können und dann wieder zurückgehen können nach Predatoria, um das zu einem Ende zu bringen. Und dann wird es auch Zeit für unseren Realtime-Part. Lasst uns mal reinfliegen und zu den Wildschweinen gucken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, dann nicht vergessen, jetzt ist die zweitbeste Möglichkeit, um auf den Like-Button zu drücken und um meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen Litchfield, Brooksburg und Bahati Park nicht verpasst. Also, viel Spaß noch mit den Tieren und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Lasst euch gut gehen. Ciao!